Ja, da habe ich gerade wieder Besuch bekommen von meiner Mutter, die hier mir sagen wollte, dass es gleich Essen gibt. So, du und du weg. Du weg, du kaputt. Dich hauen. So, die sind weg. Ist noch so ein Scheißding. Nein. Ich hoffe, die Aufnahme läuft noch. Ja. Ja, finde im Hive deinen Vater. Schön. Kuh weg. Okay, das ist kaputt. Das ist weg. Alter. Hier gleich drauf. Hier ist nix. M&Ms. Einsammeln. Kaputt schlagen. Ah, nee, komm, komm, ich trank. Ich will einen Heiltrank. Kleiner Mana-Trank. Ja, kleiner Heiltrank. Schön. Noch mehr Spinnenviecher. Ja, nicht der schon wieder. So, der ist jetzt erste dran. Aua. Ja. So, ihr beide weg. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Ne, das haben wir ausreichend erforscht. Dann gehen wir mal hier lang. Müssen wir dann zurückgehen. Ist doch alles verseucht hier, ne? Das ist ja mal nicht schön. Sind wir wieder in der Mitte, ne? Dann könnten wir hier nicht lang. Ich guck mal so auf die Karte, dass wir auch alles mitkriegen und so. Das haben wir alles, das haben wir alles, das haben wir alles. Das heißt, wir können nur hier, hier lang. Ne, Moment, wir können jetzt auch noch. Ach du meine Güte. Ja. Schlag doch. Aua, aua. Aua, aua. Okay, der ist weg. Erstmal schluck ich so ein Entgiftungs. Ja, geil. Hat's ja vollgebracht. Hör mal auf jetzt hier. Unsinn. Kaputt. Okay. Gut, das hätten wir auch. Ja, dann können wir nur hier lang. Hier oben. Aua. So viele Heiltränke habe ich doch gar nicht. Ich habe nur einen, Leute. Jetzt chillt mal. Ja. So, hier links. Aua. I. Lass mal so ein. Alter, ich gehe hier gleich drauf. Schlag doch. Ich guck mal kurz M. Ne, hier links geht's nicht mehr weiter. Ist vielleicht noch was? Nö. Dann hau ich das Ding hier mal kaputt. Ist nix mehr. Aua, 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 aua. Aua. So, du weg. Okay. Die sind weg. Hier ist eine Kiste. Da ist ein kleiner Halt drin. Schön. Okay, hier ist ein relativ großer Raum. Noch ein kleiner Heiltrank. Schön. Erstmal alles abgehen hier. Oh, wie herrlich. Kleiner Heiltrank. Ist doch mal nett hier. Freundlich. Das Netz kaputt hacken. Hier sind noch so kleine Kristalle. Geht's jetzt hier noch lang? Uch, ja. Komm her, du. Null Schaden, genau. Würde ich sagen, haben wir das hier abgegrast, dann ja, komm raus, Schlag und tschüss. Aua. Ja, doch. Ist ja gut. So verzwinkelt ist das gar nicht. Huch. Aua, Alter. Und,
Dann mache ich mal speichern. Dann ja, speichere ich das mal jetzt ganz sicherheitshalber erstmal. Es gab ja noch die Schnellspeichertaste, aber die habe ich jetzt gerade erstmal vergessen. Muss ich gleich mal gucken. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Gegner, aua. Ja, ist gut jetzt. Okay, der ist weg. Hau doch. So, schnell auf M gucken. Hier geht's weiter. Bam. Huch. Hau ab, du. Auch nicht. Du nicht. Aua. Ja, super. Hat sich ja voll gelohnt. Ja, genau. Noch einen kleinen Heiltrank. Ich bin voll verschwenderisch mit den Dingern, ey. Aber ich werde doch noch zugezwungen. Ich habe nur noch drei. Egal. Müssen wir jetzt hier weitergehen. Ah, da kommt so ein Insektenviech an. Alter! Und noch eine Spinne. Ja, genau. Ja. Ich weiß schon, warum ich Spinnen nicht mag. Aua. Moment. So. Kurz. Ja. Bist du doof? Geh doch kaputt. Huch. Ah, jetzt gibt es ja verschiedene Wege. Aber ja. Alter, ich bin nicht da. Ich guck mich erstmal hier. Daneben, Schwester. Aua, und trotzdem Schaden gekriegt. Oh, noch mehr Spinnen. Ja, genau. Wie mache ich eigentlich diesen scheiß Feuerball nochmal? Ja, komm raus. Aua. Ist ja noch so ein Teil. Alles kaputt. Aha, ausgiebig, nur Scheißteil. Alter. Ach, da unten war der abgeschlossene Raum, natürlich. Ja. 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 Aua. Ja. Fuck. I. Wollte ich gar nicht. I. So, der ist weg. Der ist auch weg. Na super. Ja. Okay. Bip. Kann ich noch irgendwie hoch irgendwo? Ich gehe erstmal hier die Kiste abgrasen. Na, Fackel, na super. Boah, ich weiß was, ich benutze jetzt mal so eine Fackel. Schaden kann es ja nicht. Mal ein bisschen was zu sehen. Ja, komm raus. Bin ich jetzt hier gelandet? Was? Ja. Aua. Ich habe keinen Heiltrank mehr. Aua. Ja, Geld, schön, ey. Was ist denn das hier? Okay, das bleibt drin, das ist gut. Ich gehe jetzt mal hier runter. Oh, und das war sau gut, dass ich das gemacht habe. Hier ist nichts mehr. Ach so, hier ist noch so ein kleiner Mann. So, Moment, ich muss jetzt mal durch meine Anleitung. Habe ich natürlich nicht.
Questlog. Inventar, Feuerball, schleudert Feuerwelle. Okay, es ruft auch Inventar auf. Das ist Karte. C. Alles klar, dann nehme ich nochmal so einen schnellen. Ein Stückchen Mana-Trank. Geil. Funktioniert ja gut. Aber zumindest kommen wir jetzt hier durch. Und dann, ich weiß das mal jetzt ein bisschen öfters. Ne, Übersichtskarte. Speichern, dann speichere ich jetzt zwischendurch ja mal ein bisschen öfters, weil wenn ich sterbe, möchte ich nicht das alles nochmal spielen hier. Ja, eine Fackel. Schön. Lebenstränke gibt's hier nicht. Aua, wollte ich nicht gesehen. Ja, komm halt raus. Lebenstrank. Aua, aua, aua. Ja, am Arsch. Ja, was? Nee. Ja, komm raus. Sag ich doch. Wie gut, dass ich vorher gespeichert hatte. Ich habe aber die Schnellspeichertaste nämlich vergessen. Das ist nämlich auch ein bisschen scheiße. Aua. Muss ich gleich einnehmen. Das war auch mein letzter momentan, ne? Ja. Aua. Aua. Nee, diesmal nicht, Kollege. Ja, komm raus da. Aua. Okay, der ist tot, komm raus. Ja, dieses scheiß Pflanzenteil. Ich muss mich da anders hinstellen. Da muss ich. Ja, laden. Der Hive. Ja. Okay, diesmal lasse ich mich aber nicht von dem scheiß Felsbrocken treffen. Hier durch. Kann doch jetzt hier irgendwo. Aha. Ja. So. Komm raus. Ja, so ein kleines Spinnenvieh ist nicht so schlimm. Aua. Nicht so schlimm. Also ein bisschen Vorarbeit leisten. So, komm raus. Dann hier hin. So, ja, ein bisschen oft, aber lieber einmal zu viel gespeichert als einmal zu viel geladen. Macht das Sinn? Nee, laden. Nein! Scheiße! Oh Gott, was ein Fail. Very klug, nicht. Oh, und ich hatte es gerade. So, ja, komm raus. Ja. So, du bist weg. Aua. Ja, komm raus, mein Feind, aua. F5. Ja, gut so. Alle tot. Aua. Okay. Jetzt aber speichern, der Hive, ja, speichern. Kreide, super. Und ich habe keinen mehr. Super. Mein Gott. Wir sind da. Das ist er. Melvin, mein Junge. Ich bin außer mir vor Glück, dich zu sehen. Ich kann es gar nicht begreifen. Was für eine glückliche Fügung des... Ist mit dir alles okay? Was machst du denn hier? Warum bist du eigentlich nicht bei deiner Mutter in Dreamertown? Ja, lange Geschichte, ne? Vater! Ich bin so froh, dass ich dich endlich gefunden habe. Ich habe schon so lange nach dir gesucht
Und ich bin sehr erleichtert, dass du den Spinnen und dem anderen Getier bisher entkommen konntest. Ja. Ich auch, glaub's mir. Meine armen Gefährten haben ihren Wissensdurst mit dem Leben bezahlen müssen. Aber wir haben immerhin auch eine Menge herausgefunden. Wir haben angenommen, dass die Biester aus dem Untergrund aus einer Art Unterwelt kommen und das scheint sich zu bestätigen. Das ist zumindest einer der Gründe, warum es hier unten so viele von denen gibt. Sie kriechen langsam aber sicher in unsere Städte hinauf und bedrohen alles und jeden. Na supi. Was für ein Horrorszenario. Aber ich denke, du könntest recht haben. Ich habe reichlich Spinnen und verschiedene kleine Biester hier unten getroffen. Und sie aber mich als auch. Allererstes sollten wir machen, dass wir hier herauskommen. Steamertown, Dreamertown, ja eigentlich jeder, der in Gotos lebt, ist bedroht. Wir müssen die anderen warnen, um unsere schöne Welt retten zu können. Ja, also es heißt wir, heißt ich, also mit Melvin. So, der hier sagt, ja, pass auf, ich schicke ihn hier Richtung, damit du alles machen kannst, wetten? Oh Mel, du erscheinst mir plötzlich so erwachsen. Mein mutiger Sohn, du hast voll und ganz recht. Hör mir aber bitte zuvor trotzdem kurz zu. Ich habe seit langem die Geschichte von Gotos studiert. Und Dinge wie diese haben sich hier schon einmal ereignet. In der Zeit der großen Kriege. Weißt du, vielleicht waren diese wilden Biester ja schon immer hier. Ich bin davon überzeugt. Irgendetwas muss dann vor kurzem ihre Wiederkehr an die Oberfläche ausgelöst haben. Wissen wir noch nicht was. Was versuchst du mir zu sagen? Hilft uns das im Augenblick weiter? Warum soll ich mich mit der Vergangenheit auseinandersetzen? Darüber nachdenken? Die Gefahr lauert doch ganz konkret hier und jetzt. Na, so erwachsen ist er wohl auch noch nicht. Hat zwar so recht, die Gefahr ist auch hier, aber wir müssen uns auch für die Zukunft sorgen. Das heißt, wenn wir jetzt hier alles ausrotten, aber dann noch 10.000 weitere sind und wir dann einfach sagen, ja, ich habe getan, was ich konnte, ich habe das alles platt gemacht, da sind zwar noch ein paar 10.000, aber die stören uns jetzt ja nicht, die kommen ja erst in 3 Jahren wieder. Macht ja so auch keinen Sinn, wa? Wenn es den ehemaligen Bewohnern von Gotos vor tausenden von Mondzyklen schon gelungen ist, ein Mittel gegen diese Bedrohung aus der Unterwelt zu finden, dann könnte der Schlüssel zur Lösung unserer aktuellen Probleme mit großer Wahrscheinlichkeit in der Vergangenheit liegen. Ja, oder aber so. Jetzt lass uns erst einmal versuchen, hier herauszukommen. Aber wie denn? In dem Labyrinth, das hinter mir liegt, gibt es keinen Ausgang. Den hätte ich gefunden. Wir müssten schon durch Wände gehen können, um hier bald wieder rauszukommen. Dynamit. Ich wollte gerade diese besondere Bombe hier an dieser Wand ausprobieren. Lass uns das jetzt einfach gemeinsam tun. Warte mal, stand ich da nicht gerade noch vor? Wie funktioniert das? Platziere die Bombe immer sehr nah an dem Objekt, das du sprengen willst. Steh niemals nah dran, wenn du sie gezündet hast. Um sie zu zünden, musst du sie mit dem Cursor unter deinen mystischen Werkzeugen im Charaktermenü auswählen. Drücke die Action-Taste, um deine Wahl zu bestätigen. Und schließ das Charaktermenü wieder. Drücke die Tool-Taste, um die Bombe zu zünden. Oh. Und zieh dich dann schnell zurück. Die Bombe erweist sich oftmals als sehr nützlich, funktioniert aber leider nicht an jeder Wand. Oh, ja, in Ordnung, klar. Ich habe verstanden. Lass uns anfangen. Los! Gut, also die Wand hier? Oder die? Alles klar, mein Sohn. Dann ab in Deckung. Okay. Okay, er platziert die Bombe. Da. Ja. Tolle Deckung, Melvin. Okay, hat geklappt. Huch. Ach, es war ja so klar. Vater? Bist du in Ordnung? Das ist ganz schön schief gegangen. Oh, heiliger Schraubenschlüssel. Jetzt sind wir wieder voneinander getrennt. Ich verstehe das nicht. Ja, mir geht's gut. Ich bin nicht verletzt, aber jetzt sind wir wieder getrennt und müssen eigene Wege gehen. Hab ich doch gerade gesagt. Du musst den Weg tiefer hinab in die Stollen wählen und schauen, ob du dort einen Ausgang findest. Untersuche alles, was dir in die Finger gerät. Und Mel, vergiss nicht, dass wir die anderen Völker in Gotos warnen müssen. Du bist vielleicht der Einzige, der diese Welt retten kann. Ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder, mein Sohn. Ja, doch. Ich werde deinen Rat befolgen, Vater. Aber lass uns jetzt nicht länger wertvolle Zeit verlieren. Es war wirklich schön, dich einmal leibhaftig zu treffen. Pass gut auf dich auf. Ich möchte dich nämlich bald wohlbehalten wiedersehen. Ja, wie soll er denn jetzt da rauskommen? Ich meine, da ist doch kein Ausgang. Da kam er gerade her. Jetzt ist er da und jetzt kommt er nicht mehr raus. Wow, toll. Ja, geil. Hat er noch so ein paar Bomben, mit denen er sich freisprengen kann? Ich weiß es nicht. Scheiße. Ja, taut er ab.
Was soll er anders tun? Okay, Mystik, ja. Ich mach mal Angriff ein bisschen mehr. Der bringt es irgendwie so gar nicht. Ja, akzeptieren. Ja. Okay, die schalten sich gerade frei. Ja, aber das war's dann jetzt auch mal. Als erstes, nein, nicht da, sondern speichern, genau, speichern, nicht wieder laden, weil das wäre ziemlich scheiße. Dann müssen wir das Ganze nämlich nochmal machen, dass du diesen Spiel schon mal schreiben möchtest. Ja, bin ich. Und dann mache ich an dieser Stelle mal das Folgenende, denn es gibt jetzt Essen. Yippie. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.